Servus Freunde, ich bin's Kuni und ich habe einen kleinen Reminder von euch. Viele von euch kennen sicherlich noch meinen Partner Holzkern. Alle Leute, die mich länger verfolgen, wissen es, Holzkern ist ein Langzeitpartner von mir und stellt nicht nur Uhren und Schmuck her aus natürlichen Materialien wie Holz, Perlmutt oder natürlich auch aus Marmor, sondern hat auch dazu beigetragen, dass wir letztes Jahr das Rhino Protection Projekt in Südafrika überhaupt möglich machen konnten. Für mich tatsächlich das Beste ist, dass es natürliche Materialien sind. Ich war am Anfang gar nicht so der Uhrentyp, habe aber seit ich meine Holzkernuhren habe, tatsächlich angefangen, regelmäßig auch im Alltag Uhren zu tragen. Außerdem ist mir wichtig, da auch zum Beispiel Holzwildern in Afrika ein riesiges Thema ist, nur Produkte zu tragen, die zertifiziert sind. Und das sind die Holzprodukte von Holzkern auf jeden Fall. Dieses kleine Schätzchen hier habe ich schon seit der Afrika-Tour. Das ist das Produkt Serengeti. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsprodukte. Trage ich gerne im Alltag und habe die auch schon auf der einen oder anderen Tour gesehen. Außerdem habe ich auch noch zwei, drei weitere Produkte von Holzkern. Und das Schönste dabei ist einfach für mich immer ein Stück Natur am Handgelenk zu haben. Das heißt, ich merke, es sind natürliche Materialien. Es ist kein Metall, das mag ich nicht so. Und ich mag diese schöne Passform und vor allem, dass jedes Stück von Holzkern irgendwie, auch wenn es ähnliche Produkte sind, immer ein Stück individuell ist, weil es einfach Naturmaterialien sind. Das heißt, eure Uhr kann zum Beispiel eine ganz individuelle Maserung haben im Vergleich zu den Uhren, die dasselbe Modell sind. Checkt also Holzkern wirklich gerne mal unter dem Link unten in der Videobeschreibung aus und mit dem Code KUNI könnt ihr sogar noch 10% sparen. Und ich sage damit weiter im Video. Servus Freunde, heute mal ein etwas schreiendes Intro. Wir sind mit dem großen Pott hier unterwegs zu einer Gefängnisinsel und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Angekommen mit dem Boot sind wir jetzt auch schon hier irgendwie in der ersten Ruine, Lost Place, wie auch immer. Die ganze Insel ist ein kompletter Lost Place und ich würde tatsächlich, um mir auch einen Überblick zu verschaffen, erstmal mit euch zusammen die Drohne starten jetzt. Sonne brezelt auf jeden Fall echt hart. Die ersten Drohnenaufnahmen habt ihr gesehen. Wir befinden uns jetzt gerade am südwestlichsten Teil der Insel, wo wir auch mit dem Boot angelegt haben. Hinter uns sind überall so große Hallen, genauso wie hier. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Weiter in die Richtung geht es zum Gefängnis. Dann ist da noch ein Hospital, also ein Krankenhaus. Wir werden uns das alles mal anschauen und mal schauen, was wir hier so entdecken. Ich kann noch nicht so wirklich beziffern, was das hier gewesen sein soll. Wie immer im Lost Place übel viel Glas, was hier rumliegt von den ganzen Fenstern, die geschmissen wurden. Und das hier sieht so aus, als wären das so alte Büroräume. Ja, das sind so kleine Mini-Büros gewesen, denke ich mal. Und das hier ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das eine Produktionshalle war. Von hier geht es dann rüber in eine Halle und sehr, sehr viele Geckos. Vielleicht, ganz vielleicht, ist das hier auch gar kein Gefängnis gewesen, sondern eine Zuchtstation für Reptiloiden. Hier ist der Boden auf einmal gefliest. Ist auch wild. Das sieht irgendwie aus wie so ein Küchenbereich hier, oder? Vielleicht eine Halle zum Essen, also wie so eine Mensa quasi. Ist natürlich auch leider nichts mehr beschriftet. Ich bin mal gespannt. Also dieser Gebäudekomplex hier ergibt für mich noch nicht so wirklich Sinn. Ich würde auch sagen, wir gehen sowieso mal weiter hoch in die Insel. Zu den Gefängnissen und zu der großen Metallfabrik, die hier gewesen sein soll. Das Gebäude, was ich euch eben schon gezeigt habe, wir waren gerade da drin, sieht auch nach einer sehr großen Produktionsstätte oder hier mit dem großen Schiebetor. Hier muss doch irgendwas produziert worden sein, was da rausgeschoben wurde. Und auf so einer Gefängnisinsel, so wie es ja früher oft war, dass die Gefangenen dann quasi arbeiten mussten. Hier sind nämlich auch die Fenster schon wieder vergittert. Losung. Wir sind nicht allein, Freunde. Wir sind nicht allein. Hier ist alles irgendwie mit so Säulen. Die Fenster hier innen sind auch alle vergittert. Hier geht's hoch. Das hier ist der kleine vergitterte Raum. Was das hier ist, macht in meinem Kopf auch noch gar keinen Sinn. Dass hier schon Zellen waren. Mit den vergitterten Fenstern. Aber hier Zellen macht ja gar keinen Sinn. Also macht ja mal gar keinen Sinn. Das sieht wirklich eher aus wie so eine Produktionsstätte. So ein, ich will nicht sagen Schienensystem, aber schon ja irgendwie, dass man mit Wägen hier runterfahren kann, um
irgendwas, was hier produziert wurde, rauszufahren. Hier ist natürlich auch alles hardcore einsturzgefährdet. Wir sind jetzt hier auf dem Weg gerade zu der großen Metallfabrik und dem Gefängnis. Hier noch ein Gebäude gefunden. Also Metallfabrik macht natürlich Sinn in meinem Kopf, klar, Zwangsarbeit. Aber die einzelnen Gebäudekomplexe sind hier doch weit verstreut. Hier haben wir noch alte Schränke. Auch mal so kleine Büros im Endeffekt, ne? Zu entdecken. Das hier sieht, hier ist es angenehm kühl übrigens. Hier sieht ja irgendwie nach einer Wascharmatur oder so aus. Und das hier ist doch definitiv so alte Metallverarbeitung. Klar, sehe ich doch. Noch gelernter Schlosser. Ist hier auch was Cooles gefunden. Das hier sieht aus wie so ein Freigangshof oder so. Hier ist noch Stacheldraht oben drauf. Ja, das hier sieht doch definitiv aus, entweder auch wie so eine alte Produktionsstätte, als wäre das hier auch mal eine riesige Halle gewesen, die schon abtransportiert wurde. Hier liegt auf jeden Fall überall noch der Stacheldraht. Hier auf der Insel ist es auch gefühlt noch mal heißer als auf der Insel, wo ich gerade sowieso bin. Das hier sieht schon aus wie eine alte Trennung, ne? Ich bin gerade in einem Bereich, wo tatsächlich ich jetzt 3 Euro Eintritt zahlen musste. Dafür, was soll ich sagen, sind hier ein, zwei Sachen ausgestellt aus der Gefängniszeit, die Häftlinge so gemalt haben. Wir sind jetzt hier am Besuchergebäude. So sah das früher wohl mal aus und wir befinden uns, wie ich euch gesagt habe, am südwestlichsten Teil der Insel und wollen jetzt hier gleich hoch. Hier sind Gefängnistrakte, die Metallfabrik und hier oben sind noch, hier soll eine Schule gewesen sein, dann wie ein Krankenhaus und so weiter. Und dieses Gebäude soll laut dieser Tafel das Besuchergebäude gewesen sein, wo am Anfang nur Offiziere und Polizisten untergebracht waren. Das ist halt typisches Treppenhaus, ne? Hier muss man auch schon mal kleiner Scherz, aber in solchen Gebäuden haben wir Taktik geübt noch und nöcher. Und so ein Treppenhaus ist natürlich das Horrorszenario für den Orts- und Häuserkampf. Ich bin mal gespannt, was wir hier alles noch sehen. Wir gehen jetzt erstes direkt mal hoch und arbeiten uns dann taktisch von oben nach unten ab. Ah ja. Ja, hier ist so eine kleine Dachterrasse. Ich stehe jetzt hier auf dem Dach von dem Besuchergebäude, beziehungsweise da, wo am Anfang die Offiziere und Wärter untergebracht waren. Hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, zwischen den Bäumen soll dann die Metallfabrik und das Gefängnis kommen, was wir uns gleich einstehen. Ich will euch hier keinen Scheiß erzählen. Ich habe diesen Lost Place hier nicht alleine gefunden. Das ist eine Sache, da kann man sich mit Taxibooten hinfahren lassen. Deswegen musste ich da wahrscheinlich bei so einem Einheimischen, der das da irgendwie selber aufgebaut hat, auch gerade 3 Euro latzen. Das kann man sich mal angucken, ist geil. Ich habe gedacht, ich nehme euch mit, weil hier gibt es noch geile Dinge zu erleben. Ich werde jetzt gleich mal darüber gehen, mit euch die Aufnahmen da checken. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, Köln, 1300 Kilometer. Ja, auf die alten Balken würde ich jetzt ungern gehen. Das hier ist quasi so die erste Etage und hier kann man auch irgendwie schon so durch die Balken teilweise durchluschern. Für die Offiziere, mitten im Ausblick. Ah, hier ist so ein, hier ist dieses Rondell, da gehen wir unten gleich noch rein. Und hier ist leider auch alles morsch, noch alte Stromleitungen. Ah, da sehe ich mich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht da vorne. Schade, aber vielleicht kommen wir da von außen nochmal hoch. Quasi dieses Rondell, wo wir gerade eben oben waren. Hier ist auch gefliest. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht so ein Aufenthaltsraum war. Es sieht natürlich sehr, sehr schön aus hier. Klar, mit dem Ausblick aufs Meer, also für die Offiziere schon mega. Und ich schätze am Ende, als das dann wirklich das Besucherzentrum war, war hier bestimmt auch noch so ein Aufenthaltsraum für Häftlinge und Besucher.
Das hier ist jetzt die Metallfabrik, soll das sein, denke ich mal. Hier war der erste Passierpunkt. Das da sieht schon nach einer sehr, sehr großen Fabrikhalle aus. Hallo? Was ist das da? Hier ist auf jeden Fall alles auch schon vergittert. Da kann man gleich hochgehen. Da gehen wir auf jeden Fall auch gleich hoch. Okay, hier geht es gleich raus. Das ist wahrscheinlich, wenn es hier gleich rausgeht und wir gerade die Treppe hochgekommen sind im Gebäude, ist das wahrscheinlich die Ebene, auf die wir kommen bei der Treppe, die ich euch gezeigt habe, die durchs Fenster geht, gehe ich mal von aus. Das hier sieht auch aus wie so, weiß nicht, Büro, kleine Büroräume. Und auf der anderen Seite, da wo der Pförtner gesessen hat, das ziehen wir uns auch nochmal rein. So, und hier hat wahrscheinlich der Pförtner gesessen. Das hier ist alles dieser große Torbogen, den ich euch schon gezeigt habe. Da saß dann El Jefe und hat geschaut, wer hier vorbeikommt. Alte Matratzen, aber hier ist auch alles vergittert. Und da frage ich mich, ist das vergittert, um sich dann vielleicht vor ausbrechenden Häftlingen zu schützen? Oder waren das auch alles einzelne Baracken, was ja aber keinen Sinn machen würde, die so zu verteilen? Das ist die Treppe, die ich euch aus diesem Fenster gezeigt habe. Und hier gehen wir jetzt auf jeden Fall mal zusammen hoch. Weil wir gehen auf jeden Fall ganz hoch. Wir gehen mal ganz hoch. Hier ist auch so ein kleiner offener Bereich. Ja, und das ist, erinnert ihr euch eben noch an die Aufnahme, wo ich gesagt habe, das ist wahrscheinlich die Ebene, auf die wir kommen, wenn wir über die Treppe gekommen sind. Und genauso ist es am Ende auch. Im Endeffekt sind wir jetzt einfach auf der Fabrikhalle oben drauf. Und wir wollen natürlich auch gleich mal da oben hin, ist ja völlig klar. Und hier oben alles irgendwie so halb einsturzgefährdet oder nicht. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, wirklich hier oben lang zu laufen. Ich würde nämlich fast sagen, dass es das nicht ist, aber hier haben wir Zugang zu dem Punkt da oben und da will ich auf jeden Fall hin. Und das hier ist alles alte Metallfabrik, ne? Das ist alles die alte Metallfabrik. So, und jetzt sind wir mal hoch zu unserem Adlerhorst. Wenn das hier mal nicht irgendwie ein Bunker bzw. eine Einzelzelle war, wirklich, wo du reingesperrt wurdest, dich zu Tode geschwitzt hast, so sieht das auf jeden Fall aus. Hier hinten haben wir irgendwie einen kleinen Steinbruch und hier ist auch noch komplette Fabrikanlage. Ja, wir klettern mal hoch. Ja, und das ist es. Und da hinten, das ist auch noch alles Fabrik. Hier unten ist auch noch so ein, ich weiß nicht, was vielleicht ein Wasserbecken war. Ich würde sagen, wir lassen hier erst nochmal die Drohne starten. Weiß auch nicht, ob es nur mir so geht, aber diese Zeichnungen erinnern mich hart an Angry Birds. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn es euch auch so geht. Wenn man hier nicht trittsicher ist und nicht so ganz höhenfest, ist hier runtergehen schon ein Abenteuer. Jetzt geht's rein in die Lagerhallen. Hier ist auf jeden Fall sehr viel Müll. Hier geht's hoch.
Da werden wir gleich mal hochgehen. Das hier ist die alte Stahlfabrik, von der ich gelesen habe. Hier ist auf jeden Fall Zwangsarbeit, ich würde mal sagen, großgeschrieben worden. Und hier ist auch noch super viel von dem ganzen Zeug, der hier benutzt wurde. Und noch irgendwelche alten Öfen. Ja. Weil das hier auch schon wieder irgendwie so nach so einem Küchenbereich aussieht, ne? Mit den ganzen Fliesen hier und so. Und dann hast du halt immer wieder so diese kleinen. Das hier ist doch eine Zelle oder was? Hä? Also entweder ist das für die Atmosphäre nachträglich gemacht oder das hier war eine Zelle. Auch so eine Art Einzelzelle, ne? Mit so einem Durchreichegitter hier vielleicht. Oder es ist wirklich ein Küchenbereich und derjenige, der für die Küche zuständig war, durfte wirklich nur in diesen Küchenbereich und hatte dann hier auch direkt seine Zelle. Hier auch noch so ein kleiner alter Ofen und da oben, ja, da ist noch Hammer und Sichel. Das hier sieht aus wie Abkühlbecken oder Waschbecken. Ah, hier lässt sich nichts mehr drehen. Wir sind hier in einem anderen Hallenkomplex. Hier sind die ganzen Stromschalter, Stromkabel, alles zusammengelaufen. Die ganzen Sicherungskästen, hätte ich fast gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr es so gut erkennen könnt. Schon verrückt. Das hier ist doch so ein alter Bierwagen, oder was? Hier irgendwie noch mit so einer Abzugshaube. Ja, ein Pilz bitte. Auf jeden Fall, ja. Oh, was ist das denn? Motor. Das sieht aus wie. Kennt sich damit jemand aus? Ich kenne mich mit Motoren leider gar nicht aus. Aber das sieht aus irgendwie wie so ein Schiffsmotor, Katalysator, keine Ahnung. Wurde sowas hier vielleicht hergestellt? Man weiß es nicht. Das hier ist der Außenbereich. Und da oben waren wir eben. Ich habe mich jetzt gerade noch mal informiert, weil wir die ganze Zeit auf der Suche sind nach einem Gefängnis. Es gibt hier kein klassisches Gefängnis in dem Sinne, dass du so einen Zellentrakt hast, wie man den kennt. Deswegen finden wir zum Beispiel auch da in diesem Küchenbereich immer wieder so zellenartige Räume. Die ganze Insel galt als Gefängnis und die Leute wurden hierher gebracht. Metall, Steinbruch, was ich eben schon erzählt habe, und wurden dann hier auch getötet. Und hier ist es tatsächlich so, dass die in den einzelnen Komplexen einfach untergebracht waren, von den Wärtern weggeschlossen wurden und hier ihre Zwangsarbeit vollrichten mussten tatsächlich. Wir sind jetzt hier auf dieser langen Straße. Ich zeige euch das gleich mal. Und wir gucken uns jetzt mal hier die einzelnen Komplexe links und rechts auch nochmal an. Hier haben wir irgendwie so ein Schachtsystem. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das sieht aber aus auf jeden Fall wie so eine Rutsche. Wie gesagt, jemand, der in einer Metallfabrik arbeitet, keine Ahnung, ob da oben was, da oben wird ja irgendwas produziert worden sein, was dann hier runterrutschen musste, was dann hier weiter verarbeitet wurde. Die ganze Insel ist quasi das Gefängnis. Gut, macht natürlich Sinn, denn bis zum Festland sind es 3,84 Kilometer Wellengang. Wenn du da vernünftig patrouillierst, dann geht das schon klar, ne? Ja, kommt man hier rein, nichts ahnt. Kurzer Reminder, wenn ihr unter dem Link unten in der Infobox abchecken wollt, was bei Holzkern so geht, könnt ihr mit dem Code KUNI 10% sparen. Ich freue mich auf weitere Projekte mit den Jungs und Mädels. Da gibt es tolle Uhren, Sonnenbrillen und auch andere Sachen. Ihr werdet da bestimmt was für euch finden.